So, nun geht es daran, das erste Lager zu entfernen. Ich bevorzuge zuerst das untere, das Lager am Gehäuseboden zu entfernen. Dazu nehmen wir den 3 mm Durchschlag, spannen ihn in einen Schraubstock ein. Voilà. Wir wählen dann für das erste Lager die große Nuss. Wir nehmen hier die 16er Nuss. Die 16er Nuss geht schön über das Lager, damit wir nichts verletzen. Einfädeln und auf der Seite, auf der Lagerseite ein bisschen schräg halten, auf der Lagerseite auflegen, dann die Nuss in die Mitte und jetzt mit dem Messinghammer aufschlagen, ein bisschen drehen, nochmals ein bisschen drehen, jetzt kommt das Lager schon ein bisschen heraus, noch vorsichtig drehen, noch ein bisschen drehen. Lager ist fast schon draußen. Voilà. Das Lager ist draußen entfernt. Wir können jetzt das Lager entfernen. Dann wechseln. Durchschlag 6 mm. Und die andere Seite entfernen. Einfädeln, wieder das gleiche Prozedere. Jetzt brauchen wir allerdings die 11 mm. Die 11 mm Nuss, die geht ganz genau auf die äußere Führung des Lagers und wiederholen dasselbe. Ein bisschen drehen. Das kommt dann schon gut. So. Voilà. Das Lager ist bereits. Das Lager ist bereits entfernt. Somit haben wir beide Lager entfernt. Und jetzt kommt noch die Reinigung. Wir nehmen Q-Tips und reinigen die Lagerstellen von beiden Seiten. Vielleicht ein bisschen Isopropylalkohol, das hilft, oder Methylalkohol oder ein anderes Reinigungsmittel. Das Ganze ein bisschen reinigen. Voilà. So sieht man doch, dass doch einiges an Schmutz herauskommt. Das war's dann schon.